Die Kompassnadel 2016 für besonderes ehrenamtliches Engagement in schwulen Lebenszusammenhängen verleihen wir Dirk Behmer für sein Engagement im Outreach-Programm des Düsselkopf. Mit dem Outreach-Programm übernehmen Dirk Behmer und sein Team Verantwortung für Lesben und Schwule weit über unsere eigene Community hinaus. Sie zeigen Solidarität mit Lesben und Schwulen aus Ländern, in denen die gesellschaftliche Akzeptanz noch weit hinter dem zurückliegt, was wir bereits in NRW erreichen konnten. Damit vermittelt das Team um Dirk Behmer nicht nur diesen Menschen Respekt und Mut, denen sie eine Teilnahme am Düsselkopf ermöglichen, sie zeigen auch der lesbisch-schwulen Community vor Ort sowie Politikerinnen und der Düsseldorfer Stadtgesellschaft, dass Emanzipation für vielfältige sexuelle und geschlechtliche Lebensweisen immer wieder neu erstritten werden muss und das Erreichte keine Selbstverständlichkeit darstellt. Köln 2016, Schwules Netzwerk Nordrhein-Westfalen, der Vorstand. Liebe Frau Rieker, liebe Claudia Roth, lieber Dirk, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern, sagte im Jahr 2000 kein Geringerer als Nelson Mandela. Und es gibt, glaube ich, viele Bereiche, wo die Welt verändert werden muss, wo wir Menschen die Richtungsänderung vornehmen müssen, nicht nur für eine Welt, die lebenswerter ist, sondern vor allem für eine Welt, die für alle Menschen dort lebenswert ist, wo sie zu Hause sind. Damit sie nicht von ihrem Zuhause fliehen müssen, wegen Krieg, Hunger, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, der Religionszugehörigkeit oder weil sie schwul, lesbisch, trans oder intergeschlechtlich sind. Und deshalb wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität ihre Gefühle verstecken und sich verstellen müssen, wenn sie nicht gesellschaftlich geächtet, beleidigt oder verletzt werden wollen, wenn sie nicht riskieren wollen, ins Gefängnis geworfen zu werden oder sogar vor der Todesstrafe fliehen müssen, die ihnen immer noch in 7 Ländern dieser Erde droht. Diese sich verstellen müssen, jeden Tag mit dieser Bedrohung zu leben, das wunderbare Gefühl zu lieben, nur versteckt und in Angst erleben zu dürfen, ist grausam und zumindest für uns hier beim CSD-Empfang des Schwulen Netzwerkes und der AIDS-Hilfe in NRW eigentlich unvorstellbar. Im deutschen Alltag ist es dagegen leider noch öfters von Vorteil, mit seiner sexuellen Identität nicht ganz so offen umzugehen. Im Berufsleben, in der Nachbarschaft oder auch beim Sport. Als erfolgreicher Profifußballer outet man sich in Deutschland lieber, wenn überhaupt, erst nach dem Ende der aktiven Karriere, damit man selbige Karriere überhaupt haben kann. Und auch das ist trauriger Fakt in Deutschland im Jahre 2016. Mandela sagt aber weiter, Sport hat die Kraft zu inspirieren. Und ohne Zweifel trifft dieser Satz auf den diesjährigen Preisträger der Kompassnadel für ehrenamtliches Engagement für Dirk Behmer zu. Der Sport hat ihn zu etwas inspiriert, was so absolut wichtig ist in unserem menschlichen Miteinander, zu aktiver Solidarität. Als Mitglied im Team des Düsselcups, einer der weltweit größten schwul-lesbischen Multisportturnieren, das dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert hat, hat Dirk Behmer das Förderprogramm Outreach ins Leben gerufen. Dieses Programm ermöglicht nun seit 5 Jahren, also der Hälfte der Zeit, Community-Sportbegeisterten aus Süd- und Südosteuropa die Teilnahme am Düsselcup. Ländern, aus denen wir wissen, dass dort das Leben von Lesben, Schwulen und Transpersonen genau unter diesen gerade beschriebenen Umständen der Diskriminierung, staatlichen Verfolgung und gesellschaftlichen Ausgrenzung stattfindet. Für unsere Freundinnen und Freundinnen aus diesen Ländern bedeutet die Möglichkeit, an Events wie dem Düsselcup teilzunehmen, so viel. Es ist eine kurze Zeit, wo sie ohne den täglichen Druck, der ihr Leben belastet, aufatmen können, wo sie Teil der Community sein können, wo sie ihren Sport in einer Atmosphäre des Untergleichen zu sein ausüben können, wo sie auf der Party oder beim Abschlussbrunch feiern können, ohne über die Schultern schauen zu müssen, ob sie irgendjemand bedroht. Diese Möglichkeit zu schaffen, zu organisieren und natürlich auch für die notwendigen Finanzen für das Förderprogramm zu sorgen, ist ein tatsächlicher Akt der Solidarität
und ein beeindruckendes Beispiel dafür, dass unsere schwul-lesbische Trans-Community zusammensteht, über Grenzen hinweg. Gleichzeitig soll es aber auch ein Ansporn für uns alle sein, diese Solidarität zu unterstützen und selbsttätig zu werden. Denn die Nachfrage nach Unterstützung durch Outreach ist höher als die momentanen Kapazitäten des Programmes. Aus der Erfahrung durch die Arbeit mit der Hirschfeld-Eddy-Stiftung kann ich nur bestätigen, dass der Ansatz und die Umsetzung durch Outreach genau der richtige Weg sind. Auch wir organisieren jährlich Reisen von schwulen, lesbischen oder Transaktivistinnen und Aktivisten aus dem globalen Süden, vorrangig aus Ländern Afrikas und Asiens, nach Deutschland. Anders als beim Düsselcup und Outreach allerdings nicht zum Zwecke des sportlichen Wettkampfes, was bei der Unsportlichkeit des Stiftungsvorstandes auch wenig Sinn machen würde, sondern mit dem Ziel der Vernetzung mit der deutschen Community in Begegnung, im Austausch mit der deutschen Politik, Zivilgesellschaft und Religionsgemeinschaften, aber auch um im direkten Gespräch mit unseren Freundinnen und Freunden zu lernen und zu erfahren, wie und wo wir sinnvoll helfen können, damit sich die Situation in diesen homophoben Verfolgerstaaten verbessert und wandelt. In diesem Sinne trifft das, was Outreach durch die Arbeit von Dirk Bemer und seinem Team ermöglicht, einen weiteren Punkt, den Nelson Mandela anspricht, als er sagte, Zitat, Sport weckt dort Hoffnung, wo vorher nur Verzweiflung war. Nämlich genau durch die Begegnung mit Lesben und Schwulen aus Ländern, in denen Homosexuelle und Transpersonen eben nicht mehr verfolgt werden, ein relativ freies und selbstbestimmtes Leben gestalten können, können diese Freunde und Freundinnen die Erfahrung machen, dass es eine bessere Zukunft gibt. Dass auch wir hier einen steinigen Weg zurückgelegt haben und auch noch nicht am Ziel sind. Aber dass wir schon so weit sind, Ihnen auf Ihrem Weg zu helfen und Sie nicht allein sind. Wir stehen an eurer Seite, wir helfen einander, ist die wichtige Botschaft an unsere Freundinnen und Freunde, die Outreach aussendet. Und das ist eine wunderbare Botschaft, wie ich meine. Um es auch von hier mit einem klaren sportlichen Signal hinauszusenden, hier aus Köln. Wir, die Community und unsere State Alliance haben die Kondition und wir gehen nicht eher vom Platz, bis die Menschenrechte für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Intersexuelle weltweit respektiert und geschützt werden. Schließlich erfüllt Outreach eine weitere Eigenschaft, die Nelson Mandela in der sportlichen Begegnung feststellt. Sport hat die Kraft, Menschen zusammenzubringen, wie es nur wenige andere Gelegenheiten schaffen. Welche bessere Bestätigung gäbe es, als dass beim diesjährigen Düsselcup Lesben, Schwule und Transpersonen aus drei Kontinenten, aus Europa, Afrika und Asien dabei waren. Und dank der Förderung durch das Outreach-Programm, dank Dirk Bemer, war unter den Teilnehmenden auch ein Palästinenser und sogar ein Team aus Uganda dabei. Insgesamt hat Outreach über 60 Teilnehmenden aus Polen, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Tschechien, Russland und Ungarn unterstützt. Wir alle wissen, welche schreckliche Situationen für Lesben und Schwulen in den vielen Regionen Afrikas und des Mittleren Ostens herrschen und wie außerordentlich schwierig es ist, hier einen Wandel zu gestalten. Der entrüstete Fingerzeig auf andere Kontinente steht Deutschland und Europa aber wohl nicht zu. Solange wir in Deutschland, solange wir in Europa und in der Europäischen Union akzeptieren, dass in Mitgliedstaaten oft nicht viel bessere Verhältnisse für Lesben, Schwule und Trans herrschen, senden wir nicht wirklich glaubwürdige und überzeugende Signale in diese Länder, ihre homophobe Politik zu ändern. Wenn ganz aktuell durch den Brexit darüber diskutiert wird, dass die EU wieder mehr zur Wertegemeinschaft statt nur zur Wirtschaftsunion werden muss, gehört dazu ganz vordringlich, dass in Mitgliedstaaten der EU wie Polen, Ungarn und Tschechien endlich die Menschenrechte von Lesben, Schwulen und Trans respektiert und geschützt werden. Dass in Mitgliedstaaten der EU diese Rechte
im wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen getreten werden, ist und bleibt ein Skandal. Genauso ist es ein Skandal, wenn wir in die Türkei schauen, die nach Europa wollen. Und wenn ich da unten Volker Beck sehe, der jetzt wieder die Erfahrung mit dieser homophoben Stimmung in Istanbul gemacht hat, das kann nicht das Europa von morgen sein, wenn hier Homophobie zuschlägt. Aber dass der Sport tatsächlich die Kraft hat, Menschen zusammenzubringen und zu vereinen, zeigt ja diese Veranstaltung hier. Denn nur durch die Verleihung der Kompassnadel an Dirk Behmer und Outreach ist es wohl möglich, dass ein Bayer auf einen Düsseldorfer bzw. ein Düsseldorfer Sportevent hier in Köln eine Laudatio halten kann. Sport überwindet also tatsächlich Grenzen und vereint. Dirk Behmer und Outreach sind hochverdiente und würdige Preisträger der Kompassnadel. Neben der Gratulation an ihn und den Dank für seine ehrenamtliche Arbeit der letzten Jahre sollten wir ihn heute aber auch für die Zukunft sportlich dem olympischen Motto entsprechend anfeuern. Schneller, höher, stärker. Für eine erfolgreiche Zukunft einer so richtungsweisenden Sache, wie es Outreach ist. Chapeau und Gratulation, Dirk Behmer. Vielen Dank. Dann würde ich euch jetzt auf die Bühne bitten. Kommt bitte rauf. Der Letztjahrespreisträger Michael Jämel, Dirk Behmer und die beiden Vorstandsmitglieder. Der Michael übergibt die Kompassnadel an das Vorstandsmitglied und das übergibt sie jetzt an den Preisträger, Dirk Behmer. Ganz schön schwer, oder? Dieser Sportler. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. So. Der Frank überreicht jetzt noch dem Michael Jähme, der ja letztes Jahr den Preis bekommen hat, eine Kompassnadel in Gold. Glaube ich, in Gold. Nicht anstecken, wir haben keinen Defibrillator da. Das ist jetzt so gefährlich. Okay, Michael, Preisträger vom letzten Jahr. Dann würde ich sagen, es ist Zeit für deine Dankrede. Ich begleite dich noch hier. Die sozusagen honorigen Menschen, die schon auf der Bühne waren, dürfen wieder runter. Stell es einfach wieder auf den Tisch. Komm, ich komme mit. Ich nehme dir das ab. Ne? Hast du schon Staubwedel zu Hause? Ist nicht einfach. Ah, da hast du da. Ah, Sparschwein. Ah, nee, Sparkuh. Ja, es ist viel zum Thema Sport gesagt worden und ich bin ein medizinischer Beweis dafür, dass regelmäßiger Sport einen schlanken Körper erhält. Ja, vieles ist schon gesagt worden, also mein Redekonzept muss ich mal spontan improvisieren, aber ich denke, das kriegen wir hin. Lieber Vorstand des Schwulennetzwerks NRW, liebe Anwesende, als ich die Nachricht bekommen habe, dass ich diesjährig der Preisträger stellvertretend für mein Team für die Kompassnadel bin, habe ich mich sehr gefreut und war auch sehr überrascht, dass der Gedanke des Outreach vom Düsselcup auch die Stadtgrenze von Düsseldorf Richtung Süden überschritten hat. Und das ist auch gut so. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wie die Situation in anderen Ländern Europas sich darstellt. Und ein Turnier wie der Düsselcup könnte zum Beispiel wahrscheinlich in Istanbul und in Moskau in dieser Form überhaupt nicht stattfinden. Und erst recht nicht ein solches großes Event wie jetzt gerade noch aktuell in Helsinki, die Eurogames, die mit über 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eines der größten europäischen regelmäßig stattfindenden Turniere auf der Ebene sind.
Und ich hoffe, dass wir dieses Event in 4 Jahren auch nach Düsseldorf holen können und natürlich auch durch ein weiteres Outreach-Programm auch eine große Menge an Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Europa und vielleicht auch noch aus anderen Kontinenten in die schöne Stadt holen können. Wie schon gesagt, Sport ist eine schöne Möglichkeit, um einander zu begegnen. Und sicherlich ist auch der Gedanke der Community auch ein wichtiger. Aber was beim Sport einfach keine Rolle spielt, ist, ob man schwul, ob man lesbisch, transgender, bisexuell oder sogar hetero ist. Weil es zählt nur, ist man gut, ist man schlecht, ist man ein guter Teamplayer, ist man ein wackerer Einzelkämpfer. Und vor allen Dingen, hält man sich an die Regeln und ist ein Fairplay-Spieler oder nicht. Das ist das, was im Sport am Wesentlichen zählt. Und ja, deswegen ist das der Düssel Cup als eins der großen Turniere auch eine wunderbare Gelegenheit, sich auszutauschen. Und was ich in Helsinki jetzt auf den Eurogames auch immer wieder wahrgenommen habe, ist, dass an diesen Turnieren so ein gewisser, nennen wir es mal Zauber, da ist. Und von dem Feedback der Outreach-Teilnehmer, die wir in Düsseldorf haben und die uns, wenn sie zu Hause sind, nochmal kontaktieren, ist, dass sie ein Stückchen von diesem Zauber, den wir dann in Düsseldorf haben, für zu Hause mitnehmen. Wir können wahrscheinlich die Welt dadurch nicht besser machen, aber es hilft den Leuten wirklich, wie schon gesagt, sie nehmen Kraft und Energie mit und es gibt ihnen Mut, einfach nicht aufzugeben und weiterhin dafür gerade zu stehen, weil wir sehen in Deutschland, auch wenn noch nicht alles in Ordnung ist und dort die völlige Gleichstellung noch nicht erreicht ist, ist es doch ein leuchtendes Vorbild in vielen Aspekten und das gibt den Leuten Mut. Es lohnt sich dafür zu kämpfen und es ist es auch wert und es wird irgendwann auch an diesen Staaten möglich sein. Ich nehme die Kompassnadel dankend und stellvertretend für mein Team entgegen. Insofern, also ich bin vielleicht nur das Gesicht des Gedankens, aber ich möchte hier an dieser Stelle auch noch einigen Leuten und Gruppierungen danken, die eigentlich das ganze Programm letztendlich tragen. Das Wichtigste sind natürlich die zahlreichen Spenderinnen und Spender, die mit kleinen und großen Beträgen unser Programm regelmäßig fördern und den Finanztopf füllen, aus dem wir dann die finanzielle Unterstützung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermöglichen. Und hier gilt natürlich auch immer, ohne Moos nichts los. Das Zweite ist die Stadt Düsseldorf und die Stadt Oberhäupter, die uns mit einem traditionell regelmäßigen Outreach-Empfang im Rathaus der Stadt Düsseldorf auch von offizieller Seite das Gefühl geben und auch insbesondere den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ihr seid willkommen und ihr seid als das willkommen, was ihr seid. Und auch da habe ich von der Wahrnehmung das Gefühl, dass auch das für die Leute ein wichtiges Signal ist, weil sie das von ihrer Heimat nicht kennen, dass der Oberbürgermeister von Moskau ihnen beispielsweise sagt, schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr schwul seid oder lesbisch oder bi oder transgender oder intersex oder queer. Das Dritte, mein großer Dank gilt auch dem Düssel Cup Orga-Team und dem VC Phoenix, die mich bei der Gestaltung des Outreach-Programms oder die mir ihr Vertrauen geben und es mich relativ autonom walten und schalten lassen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, aber ich fühle mich in vielen Punkten auch von Ihnen getragen und den Dank möchte ich hier auch in diese Richtung auch schon mal weitergeben. Ja, und jetzt hier besonders noch ein paar Persönlichkeiten rausgreifen. Hier dieses kleine possierliche Tierchen. Hat mir den liebevollen Beinamen Outreach-Kuh gegeben. Vielen Dank dafür. Des Weiteren danke besonders an Götz Fellrath, der mir in vielen Situationen, insbesondere wenn es ein bisschen kritisch wird, auch mit Rat und Tat zur Seite steht oder wenn wir mal auf dem letzten Drücker nochmal 5 Zimmer für ein herrenloses Team aus Uganda schnell noch was finden müssen, ist er auch immer sofort zur Stelle und unterstützt mich dabei. Vielen Dank, lieber Götz, und ich freue mich schon auf die Eurogames in 4 Jahren mit dir. Und last but not least natürlich meinem Mann Martin Lefering, der all meine Launen und meinen Stress ertragen muss. Und nicht nur dafür liebe ich dich.
Vielen Dank. Noch eine. Dirk Bremer, unser Preisträger in diesem Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Dirk, noch eine Frage. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Menschen das wissen. Es geht ja auch immer um Geld. Das finde ich so wichtig. Wie stemmt ihr das eigentlich? Also gibt es noch Bedarf? Sollen die Leute heute unten auch nochmal, was ist ja, die hat ja einen Schlitz, die Kuh, und soll ja auch Geld, also wie ist es noch wichtig, auch Geld zu generieren dafür? Natürlich, wie ich schon gesagt habe, das ohne Moos nichts los. Wir sind immer für finanzielle Unterstützung dankbar. Das ist der ganze Kern der Geschichte, weil in der Regel die symbolische und die Wertschätzung an Unterstützung ist da. Aber wenn wir keine Finanzmittel haben, können wir auch relativ wenig tun, was das Thema angeht. Wir haben draußen auch noch ein bisschen Prospektmaterial mitgebracht, wo man sich auch noch ein bisschen mehr über das Outreach-Programm informieren kann. Und nach dem letzten Düsselcup zum 10-jährigen Jubiläum sind die Töpfe auch gerade richtig leer. Also über ein bisschen Futter würde sich die Kuh sehr freuen. Okay, wunderbar. Das nehmen wir noch mit. Vielen Dank. Viel Spaß mit der Kompassnadel und alles Gute für das Outreach-Programm. Du kannst sie mitnehmen, du kannst aber auch nachher abholen, weil sonst, ne? Ich weiß nicht, dann hast du die unterm Stuhl und dann kommen da irgendwelche Schwingungen oder so. Ja, eben, fällst du noch drauf, wer weiß, wann alles passiert. Unser Preisträger Dirk Bremer. So. Wir hängen leider mit der Zeit ein bisschen, ich kann es nicht ändern. Jetzt kommt aber ein wunderbarer Eck nochmal. Und zwar habt ihr euch wahrscheinlich schon die ganze Zeit gefragt, warum sitzt da der junge Krankenpfleger im Anzug am Klavier hinter der alten klapprigen Schwester? Das ist gar kein Krankenpfleger, sondern das ist Ralf Kettenmann. Das ist der Begleiter von Jean-Christoph. Der hat jetzt mal einen Applaus verdient, weil er da ist. Und bevor wir... Der sollte eigentlich immer so Teppiche spielen, der ist ja gar nicht zugekommen bisher, der Arme, ne? Aber der wird jetzt den Jean-Christoph nochmal begleiten, der uns am Anfang schon mit dem Bond-Medley so begrüßt hat. Ich bitte jetzt nochmal auf die Bühne mit einem Riesenapplaus von euch, Jean-Christoph! Ganz herzliches Hallo von uns, von Ralf Kettenmann am Piano und mir. Wir haben euch ein bisschen Chanson mitgebracht. Wir haben lange überlegt, welches Stück wir für den Anfang nehmen. Und wir haben vor kurzem ein Chanson fertig geschrieben, was eigentlich sehr perfekt heute auch zu diesem Rahmen passt. Es geht um sinnhaftes Handeln, darum einfach Dinge zu hinterfragen. Das Stück heißt, was ist Leben? Stunden, die wir atmen, die wir mit Leben nichts verteilen, die Minuten, die wir lachten, mit was guten Zeit verbrachten, die Sekunden, die wir weinten oder das Trösten ehrlich meinten, all die Zeiten, die wir sehen, sind ein Kommen, sind ein Gehen, und was vorbei ist, ist für alle Zeit vorbei. Was ist Leben, was ist Zeit, verglichen mit der Ewigkeit? Und ein jeder wird der Endlichkeit begegnen. Was ist Leben, was ist Zeit, jeder Tag hält was bereit. Doch muss man der Lebenswege Sinn entgegnen. Was ist Leben, was ist Zeit? Was ist Gang und was ist Gäbe, den Sinn gefesselt hinter Stäbe? Soll man sich den Sinn erkaufen und die Sorgen sich wegsaufen, die Stärke Sinn zu hinterfragen? Gilt nicht als Tugend, liegt im Argen. Das Leben wird bereitgestellt,
damit das Nicken leichter fällt, weil's so bequem ist für die Mächtigen der Welt. Was ist Leben, was ist Zeit, verglichen mit der Ewigkeit? Und ein jeder wird der Endlichkeit begegnen. Was ist Leben, was ist Zeit, jeder Tag hält was bereit. Doch muss man der Lebenswege Sinn entgegnen. Was ist Leben, was ist Zeit? Das süße Leben schnell vertan, die Zeit erstickt im Massenwahn, von der Verführung leicht gebannt, kaum schauend übern Tellerrand. Was soll man tun, was soll man machen? Das Feiern, Tanzen, Trinken, Lachen, ein Teil des Lebens, ein Gewinn. Doch bleibt die Frage oft nach Sinn, und eine Antwort steckt in jedem von uns drin. Was ist Leben, was ist Zeit, verglichen mit der Ewigkeit? Und ein jeder wird der Endlichkeit begegnen. Was ist Leben, was ist Zeit? Jeder Tag hält was bereit. Doch muss man der Lebenswegesinn entgegnen. Was ist Leben, was ist Zeit? Was ist Leben? Was ist Zeit? Vielen Dank. Dankeschön. Dr. Servo, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Jean-Christophe. So.